Unser Player to watch für heute heißt Justin Kluivert, ist gerade mal 18 Jahre alt, rechter Außenstürmer und spielt bei Ajax Amsterdam. Er ist, ja klar, der Sohn von Patrick Kluivert und er macht seinem berühmten Namen alle Ehre. Gestern hat er für Ajax Amsterdam, für seinen Verein, einen Dreierpack erzielt in der Eredivisie. Sein erster überhaupt. Es gab den 5:1-Sieg gegen Roda Kerkrade und Justin Kluivert war der Mann des Tages. Es waren seine ersten drei Saisontore. Er geht ja schon in seine zweite Spielzeit mit Ajax. Letzte Saison war er ja ab der Rückrunde ein echter Leistungsträger unter Peter Bosch seinerzeit noch. Und Justin Kluivert ist trotz seiner 18 Jahre schon U21-Nationalspieler der Niederlande. Ist schnell, hat einen guten Abschluss, muss körperlich aber noch zulegen in der Zukunft. Aber hey, nochmal, der ist ja gerade erst ausgewachsen mit seinen 18 Jahren, kann jetzt erst richtig mit dem Krafttraining anfangen. Er soll derzeit von Tottenham und Manchester United beobachtet werden. Und wir haben eben auch gesehen, der Papa schaut immer mal wieder zu, wenn er spielt. Justin Kluivert debütierte im Alter von 17 Jahren unter Peter Bosch für Ajax Amsterdam. Mittlerweile ist er 18 und sein Marktwert beträgt 3 Millionen Euro. 9-mal ist er aufgelaufen in dieser Saison, 3 Tore und 2 Vorlagen. Das lässt sich sehen, das war in der letzten Spielzeit noch nicht ganz so effektiv. Aber wenn er so weitermacht, dann hat er bestimmt eine ganz gute Zukunft vor sich. Justin Kluivert ist auf einem guten Weg. Weitere Einschätzungen zu ihm und zu seinen Entwicklungen gibt es jetzt vom Area Manager Niederlande, Felix Keuerleber von Transfermarkt. Nach Startschwierigkeiten in der Saison scheint die Zeit von Justin Kluivert nun endlich gekommen. Amin Yunus kann sich warm anziehen. Marcel Kaiser spricht jetzt schon von einem Luxusproblem für die Linksaußenposition, nachdem dem Junior von Patrick Kluivert nun auch etwas gelungen ist, was seinem Vater nie gelungen ist, nämlich ein Dreierpack in der Eredivisie. Zu Beginn der Saison noch auf Rechtsaußen sieht man jetzt, dass sich Justin Kluivert auf Linksaußen viel wohler fühlt. Und wir dürfen gespannt sein, wie er sich jetzt die kommenden Spiele, wenn Yunus auch wieder fit ist von seiner Knieverletzung, ob er sich weiterhin beweisen will.